Und jetzt ist sie bei uns. Pina, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also in Cornwall spielst du denn da was? Die Hauptrolle, ne? Das ist eine? Ja, das ist Flora Tackle. Das ist eine Restauratorin, die dort unterwegs ist. Mhm. Und Schwierigkeiten mit dem Sohn hat und ja, auch noch mit der Oma. Also alles eine vertrackte Sache. Genau. Aber man muss ja dazu sagen, ist eine tolle Sache. Wie viele Monate? Ich glaube, seit März hat es keinen Rosamunde-Pilcher-Film mehr gegeben. Ne? Ja, das ist jetzt der Auftakt für 5 neue Rosamunde-Pilcher-Filme im ZDF. Also alle Fans können sich freuen. Am Sonntag geht's los. Jetzt habe ich aber ein sensationelles Video, nicht Rosamunde-Pilcher, sondern absolut du, gefunden. Das hast du getauft, About Me 2018. Da hast du für ein Casting sozusagen dich selbst beschrieben. Bist in verschiedene Rollen geschlüpft und hast mit verschiedenen Akzenten und so weiter dich selbst charakterisiert. Das müssen wir uns unbedingt zusammen angucken. Ja, die Kür, das ist halt so eine. Hast du eine? Hast du alle? Ja, also wie die Pina das erste Mal zu mir in den Salon kam, dann dachte ich erstmal geile Titten. Und dann dachte ich, mit der kannst du Pferde stehlen, das merkst du sofort. Ich mache mit der Projekte hauptsächlich nur so zu zweit, weil ich das am geilsten finde. Ne, das ist so eine, die setze ich hin, da kannst du direkt klönen. Und das ist nett, ne? Also ich möchte von der Pina sehen, dass die was auf dem Kasten hat, dass die mit Sprache umgehen kann, dass die eloquent ist, dass die sich Gedanken macht, dass die eine Meinung hat zu Dingen, die gerade auf dieser Welt passieren. Also wenn ich der zum Beispiel sage, spiel mal eine Rolle auf Berlinerisch, dann macht die das auch, wenn sie das nicht kann. Also Pina ist so eine, also scheiß Spitzen, scheiß Ansatz, aber ansonsten ist die toll. Toll, ne? Ansonsten bist du toll. Ja. Ja. Jetzt sag mal, parodierst du gerne, muss ja selbst noch mal drüber lachen, ne? Ja, ach, das macht natürlich total Spaß. Wenn man Leute länger beobachtet und dann rausfindet, wie die sprechen oder sich bewegen oder so, das hat mir schon immer total Spaß gemacht. Das Video habe ich tatsächlich dafür gemacht, ich komme ja vom Theater und wenn man kein Material hat, kein Videomaterial, dann kann man ja auch nicht gesehen werden. Ja. Und dann dachte ich, irgendwie muss ich die Caster oder die Redakteure für mich gewinnen und habe dieses Video zu Hause einfach im Wohnzimmer gemacht, innerhalb von ein paar Stunden und dachte so, naja, man kann es ja mal probieren. Und dann rief mich meine Agentin an und sagte, Pina, wir müssen reden. Und ich dachte, oh, ja, okay, was ist los? Warst du peinlich, warst du schlimm? Ja, und ich dachte schon, oh Gott, jetzt trennt sie sich von mir oder so. Und dann kam ich zu ihr in die Agentur und sie meinte, wir müssen aufpassen, Pina, es könnte sein, dass du damit in die Comedy abrutscht. und nicht auf die Bühne zum Theater kommen. Sie wollen ja deine Theaterrolle für kriegen. Ja. Wir müssen unbedingt gleich noch mehr von dir sehen. Wenn Sie eigentlich sind alle Fragen jetzt mit diesem Casting-Video beantwortet. Du hast dich bestens selber beschrieben. Aber wenn Sie Fragen haben an Pina, einfach her damit über vollekanne@zdf.de oder über Facebook. Eisbaden? Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde. Also ich war oder bist schon du Warmduscher? Ja, schon. Hm? Aber im Sommer so in eiskalte Seen springen, das tue ich schon. Also auch so Gletscherseen und sowas, das habe ich schon gemacht. Gletscherseen? Ja. Okay, also da musst du ja erstmal hochwandern. Das stimmt. Also du wanderst, hast Bikini, Badebuchs dabei und springst dann in Gletscherseen. Ja, den Bikini lässt man da unten. Den lässt man da unten. Da sind ja auch nicht so viele Zuschauer, ne? Nee, beim Wandern. Die Murmeltiere sagen dann. Ja, genau. Beim Wandern zählt ja jeder Gramm. Da muss man auch genau schauen. Also lieber dann den Schokoriegel mitnehmen. Mhm. So eine bist du also, ja. Jetzt hast du, also du bist richtig Naturmensch. Jetzt habt ihr für den Film, den wir gleich Ausschnitte sehen, habt ihr ja in Cornwall gedreht. Bist du da auch mal ins Meer gesprungen? Auf jeden Fall. Ja? Ja, klar. Ja, ich dachte immer, es ist so rough, rau, die Küste, kann man gar nicht reinspringen mit Felsen. Mhm. Ja, man muss ein bisschen klettern. Aber es gibt natürlich auch total schöne Sandstrände. Also, und die Engländer gehen ja nur an die Strände, wo die Sea-Watch ist und aufpasst. Und es ist total lustig, weil ich natürlich sofort runtergegangen bin in die kleinen Buchten, wo natürlich niemand ist. Pina, kann den Reiseführer rausgeben, die geheimsten Buchten von Cornwall. Ja, ne? Und das ist total schön. Also eisekalt auch, aber schön. Wunderbar. Jetzt müssen wir eben aus diesem Film, der jetzt kommt, Stadt, Land, Kuss. Rosamunde Pilcher steckt schon im Titel sozusagen drin. Müssen wir jetzt unbedingt einmal ein paar Ausschnitte sehen, denn wild ist die See und voller Herz und Schmerz sind die Geschichten an Land.
Bina ist förmlich jetzt in diesen kleinen Film reingekrochen, weil du gerade geflüstert hast, du hast noch nichts davon gesehen. Nein. Deshalb bist du jetzt so gespannt gewesen. Ne? Ja. Das heißt, wann habt ihr gedreht? Im Sommer. Im August, September letztes Jahr. Mhm. So, und das heißt, diesen ganzen Zusammenschnitt und so weiter, da hast du noch gar nicht gesehen, den Film. Nein. Du bist also auf Sonntag genauso gespannt. Ja. Also ich habe zwei kleine Szenen schon mal in der Nachsynchro gesehen, im Studio. Okay. Bist du da reingeschlafen? Also wenn das Ganze nochmal nachgesprochen wird, vertont wird? Ja, wenn so ein bisschen Wind ist im Mikro oder so an der Küste. Ach so, dann wird da nochmal so ein bisschen dran gedreht. Ja. Oder der eine Schauspieler, hast du mir eben gesagt, ist Engländer. Das heißt, der muss ja dann auch nochmal auf Deutsch. Das war auch lustig tatsächlich, weil ich das davor noch nie erlebt habe. Gerade in der Szene, die man gesehen hat mit der Vertrauenslehrerin und dem Schuldirektor, die sind beide Engländer. Und dann redest du Deutsch? Genau, wir reden Deutsch und die reden Englisch. Und es ist so ein bisschen, manchmal rutscht einem so ein Thank you oder so raus und dann so, du bleibst Deutsch. Ja, ist ja wirklich lustig. Also das heißt, richtig internationales Set. Ihr habt die deutschen Hauptschauspieler. Spannende Sache, jetzt musst du mir nur mal erzählen, da dreht ihr ja, gut, vor der Kamera habt ihr jetzt keine Maske auf, aber ihr habt im Sommer gedreht. Wie ist das denn mit den Corona-Regeln dann beim Dreh einzuhalten? Ja, man ist die ganze Zeit durchgetestet. Maske auf und zack, jeder wieder in seine Einzelzimmer zurück. Ja, man ist die ganze Zeit durchgetestet, also schon ziemlich regelmäßig. Mhm. Alle Arbeitsgruppen werden regelmäßig getestet und man wird schon sehr separiert und hat sein eigenes, seinen Trailer, wo man eben alleine ist und so auch. Aber ja, es geht schon. Es ist gut organisiert. Ich meine, jetzt ist das ja, jeder träumt ja von Cornwall, eine traumhaft schöne Ecke. Mhm. Aber konntet ihr denn da jetzt mal wenigstens irgendwie vor die Tür mal auch mit Leuten dann reden oder ist dann... Nö, mit Leuten reden eher jetzt nicht so viel, aber man kann vor die Tür und wandern gehen. Also, das hast du gemacht? Ja, entlang der Küste. Das ist total schön und ich habe auch manchmal nach dem Dreh, so einfach, wenn man so um 15, 16 Uhr manchmal schon fertig ist, konnte ich dann vom Drehort zurückwandern. Da waren zwar alle ein bisschen pikiert, der Fahrer so, soll ich nebenbei herfahren? Und ich, nein, nein, ich laufe zurück. Also für die Ungewohnten, ne? Ja. Ja, genau. Ja, aber dann kennst du ja die Landschaft dann bestens. Ist das wirklich so romantisch, so wild, so toll wie im Film? Es ist einfach so schön. Es ist wirklich wunderschön. Ich kann nur jedem raten, da mal hinzufahren. Jedes Dorf, das ist wirklich wie Kulisse, aber es ist echt. Es ist total schön. Bist du denn vorher schon mal da gewesen? Kanntest du Cornwall? Oder war das jetzt auch für dich völlig neu und spannend? Ja, ich war in Südengland schon ein paar Mal, aber da diese Ecke, ich bin die ganze Zeit im Auto gesessen. Oh mein Gott, ist das schön hier. Und der Fahrer immer, sehr grün, oder? Sehr grün. It is very green. Very green, ja. Jetzt habe ich, gebe ich zu, da ein bisschen schon mal reingeguckt in den Film. Und das geht ja dann noch weiter. Du hast ja da ein bisschen Streit da mit deiner Mutter, spricht der Oma da von Luke und sagst, also Kinder brauchen Struktur. Ja. Weil du sagst, um 18 Uhr wird gegessen und die Oma dann schon wieder so ein bisschen als flippige Oma sagt, nein, nein, Kinder sollten essen, wenn sie Hunger haben. Mhm. Wie bist du denn mit Kindern? Bist du da tatsächlich so streng wie im Film? Also, das können wahrscheinlich nur meine Patenkinder sagen, meine Neffen, Nichten. Also du selbst hast keine Kinder, aber du bist von Kindern, weil du zwei Schwestern umzingelt. Ja, ja, ganz viele. Ich glaube, ich bin schon auch streng. Aber ich habe auch immer wahnsinnig Spaß, mit denen zu spielen und Quatsch zu machen und so. Also insofern... Ja, meistens ist es ja so unter uns, die Mutter oder der Papa muss dann so der Bad Cop sein, der da erziehen muss. Und die Tante, die Oma, nicht wahr, Geschenke und du darfst das. Ist das so bei euch? Ja, so ein bisschen muss man das natürlich auch genießen, dass man nicht alle blöden Sachen machen muss und streng sein muss und so. Aber ich bin manchmal so auch relativ lange bei meiner Schwester zu Besuch und dann gibt es auch mal eine Ansage von mir. Sehr schön, ja. Ich bin auf Langlaufskiern unterwegs und gar nicht mehr. Okay. Ja. Und da ist man dann nicht so abhängig von der Piste. Ich meine, da kann man ja auch, weiß ich jetzt nicht, im Sauerland oder Schwarzwald auch in völlig entlegene Gebiete dann gehen mit Langlaufskiern, richtig? Aber das ist so schön, ja, ja. Man ist dann wirklich fast alleine auf der Loipe jetzt gerade. Das ist natürlich traumhaft. Aber Alpinski, hast du das also als Kind gemacht? Bist du von deinen Eltern auch so zack auf die Skier gestellt worden? Auf jeden Fall. Ja? Man munkelt so mit 2 oder 3. Ja, ja. Das Kind kann laufen, her mit den Skischuhen. Das ist im Schwarzwald so. Ja, achso, im Schwarzwald bist du aufgewachsen. Ja. In Freiburg und dann auch zeitweise oben. Oben in den Bergen. Oben in den Bergen? Ja. Ja, bist du so ein Bergmensch, weil du jetzt sagtest, in Cornwall bist du viel gewandert. Aber liebst du die Berge, Dolomiten?
Ja? Ja, total. Also ich merke natürlich, wenn man in einer Arbeit unterwegs ist, wo man meistens in dunklen Räumen mit künstlichem Licht ist, ist einfach am unterm Himmel zu sein, in den Bergen zu sein, das Allerschönste. Und einen Berg zu besteigen und zu bezwingen und da oben zu sein und in die Täler zu schauen und so, das ist einfach das. Ja. Jetzt haben wir ein Foto, da siehst du ein bisschen fertig aus, das musst du nur mal erklären. Das ist, glaube ich, in den Dolomiten. Können wir das Foto mal zeigen? Nicht wahr? Pina, ich sehe im Hintergrund eine Weißweinflasche. Das ist in den Dolomiten, da gibt es leckeren Rotwein, aber... Ja? Ja, weiß und rot. Ja. Nee, erzähl einfach mal, du bist da unterwegs gewesen mit dem Bulli, habt ihr Wanderung gemacht? Das war letztes Jahr, konnte man ja keine Hüttentouren machen von Hütte zu Hütte. Und dann habe ich mit einer Freundin beschlossen, komm, wir fahren einfach mit dem VW-Bus los. Mhm. Und da kann man hinten drin schlafen. Wir hatten unser Essen und haben immer selber gekocht. Und Rucksack, so. Isomatte, Spaghetti. Mhm. Ja, genau. nee, da wird schon ganz gut gekocht. Oho, ja. Und, genau, und dann sind wir einfach immer tagsüber auf den Berg gestiegen. Und abends haben wir uns irgendwo ein Schlafplätzchen gesucht. Da sind wir neben so einer Apfelplantage. Das war total nett. Da kam dann irgendwann der Förster. Und wir dachten schon, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt kriegen wir Ärger. Und er war mit Gewehr unterwegs und so. Und dann kam er aber nur und hat uns zwei Blumen gebracht. Das war total süß. Romantik in den Dolomiten, vielleicht der nächste Rosamunde-Pilcher-Film. Ja. In der momentanen Corona. Die Daumen, dass es weiterhin erfolgreich läuft. Dein Vater, habe ich gelesen, ist Arzt gewesen oder ist Arzt. Deine Mutter, Krankenschwester. Du kommst ja aus dem ganzen medizinischen Haushalt. Ja, meine Mutter ist mittlerweile Logopädin. Genau. Ja. Aber, okay. Ja. Und wäre das denn auch für die Tochter Pina mal irgendwie ein Plan B gewesen? Hast du mal mit dem Gedanken Medizin gespielt? Ja, das kommt schon mal ab und zu vor, ja. Ja, also meine Schwester hat Medizin studiert und als ich sie abgehört habe damals fürs Physikum, dachte ich schon auch immer wieder so, ach ja, es ist schon sehr interessant alles. Und die Zusammenhänge zu verstehen, das ist einfach so toll. Man kriegt ja einen anderen Blick auf die Welt und auf den eigenen Körper. Und, ja. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so unbekannte Krankheitsnamen hat, was macht man dann? Man googelt mal kurz, man schaut mal Wikipedia, was steht da? Wikipedia wird heute 20 Jahre alt. Wir kommen jetzt gleich dazu. Hast du mal aus Spaß mal nachgeguckt bei Wikipedia, was da so über dich steht? Und hast du mit dich gefragt, wer schreibt das alles? Ja, absolut. Ja? Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich da einen Eintrag habe und habe das nachgeguckt und dachte, ja, yeah, so ein bisschen was stimmt, aber es ist auch, ja. Da fragt man sich dann schon, wer schreibt das, wer guckt das, wer kontrolliert das? Ne? Ja. Läuft gerade das Wasser im Munde zusammen? Kochst du den gerne? Ja, total. Ja? Ja. Also bist du jemand, der sagt, so ein Rezept nehme ich jetzt von Mario und probiere das mal aus? Ja, das wird, also es kommt drauf an, wo ich gerade bin. Fisch esse ich tatsächlich eigentlich am liebsten nur, wenn ich selber gerade irgendwo in der Nähe eines Gewässers bin. Aber ja, dann schon. Also du bist eine mutige Köchin, du bist ja auch... Sagen wir mal, unwahrscheinlich mutig gewesen, dass du ja richtig beim Theater angefangen hast und dann gesagt hast, ich mach den Sprung, ich will zum Fernsehen. Da hast du alles auf eine Karte gesetzt. Erzähl das mal. Ja, das war natürlich ein total schwerer Schritt, weil das Theater schon meine große Liebe auch ist. Und die zu verlassen ist gar nicht so leicht. Aber ich wusste, ich will irgendwann mal vor die Kamera und irgendwann muss man das machen. Und wenn man so anfängt, denkt man noch relativ naiv, auch das kann man doch in der Sommerpause machen, da kann ich doch mal einen Film drehen. Ja. Ich arbeite doch nur 11 Monate im Jahr, da kann man doch in dem 12. super noch einen Film drehen. Das hat dann nicht geklappt, weil man natürlich nicht besetzt wird, einfach mal so. Also man muss sich eben das auch erarbeiten und gesehen werden und natürlich auch das Handwerk lernen. Also das heißt, du hast dann gesagt, so, da muss ich mit dem Theater Schluss machen. Bist nach Berlin gegangen, hast gesagt, ich will jetzt Schauspielerin werden und hast die Türen eingerannt oder wie, was, wie hast du das gemacht? Naja, also Schauspielerin war ich ja schon. Also durfte mich so nennen. Genau, ich habe dann angefangen, mit meiner Agentin viel zusammenzuarbeiten und das auch so ein bisschen rauszuarbeiten, wie bringt man mich denn da nach vorne? Und dann habe ich mich weitergebildet in Camera Acting und habe Videos eben, das, was man am Anfang gesehen hat, gemacht und neue Fotos und eine eigene Homepage und den ganzen Kram, den man braucht, um sich selbst zu promoten.
Und eine Zuschauerin, Caroline Kleve, sagt, ist ganz begeistert von dir, ist also froh, dass du den Sprung gemacht hast und fragt, vor 2 Jahren war ich während des Max-Ophüls-Filmfestivals dabei, eine Low-Budget-Produktion, aber mir ist der Name entfallen, da hast du die Hauptrolle, da müssen wir jetzt Caroline Kleve mal helfen. Das ist sehr schön. Ja. Der Film, den haben wir dort gedreht, auf dem Festivalgelände. Mhm. Und verrückterweise drehen wir den auch nach wie vor. Und der heißt Schlussklappe. Also das ist momentan der Arbeitstitel, genau. Und dadurch, dass das genau eine Low-Budget-Produktion ist, hoffen wir natürlich immer noch auf Sender, auf Gelder. Und naja, dass wir bald weiterdrehen können. Trotz. Hast du so Unfälle mal gehabt auf der Bühne oder beim Drehen, dass man dann Stöckel absetze und zack, liegst du am Boden? Tja, ich glaube, sowas ganz so Schlimmes. Also, was mir immer mal wieder passiert, ist schlimme Lachanfälle. Und das, dass du die nicht mehr eingekriegt hast und die Kameraleute gesagt haben. Ja, vor allen Dingen auf der Bühne ist das ganz, so, ganz schlimm. Es ist wirklich schlimm, wenn man sehr, sehr lachen muss und es sehr unpassend ist. Das, ja, das musste ich leider ein paar Mal erleben und meine Kollegen auch. Zum Giggeln. Richtig ernst wird es ja jetzt, also heute Abend, morgen, der CDU-Parteitag, zum ersten Mal digital. Es geht aber auch gleichzeitig um die Wahl des Parteivorsitzenden. Das Ganze soll online passieren, alles eine Premiere. Merz, Laschet, Röttgen stehen zur Wahl. Interessiert dich auch sowas? Schließt du mit Freunden und Kollegen Wetten ab, wer wird's? Nee, Wetten habe ich nicht abgeschlossen, aber natürlich verfolge ich das mit Aufmerksamkeit. Also wird ja auch interessant für die Kanzlerkandidatur und so. Und hast du jetzt irgendwie einen Favoriten oder sagst du, ich vermute, der wird es? Das ist ja das. Ich habe keinen Favoriten. Das ist kein Favorit. Darf man das sagen? Ja. Aber unabhängig davon, du interessierst dich dafür. Falls Sie sich intensiver dafür interessieren, empfehlen wir unbedingt für morgen Abend dann die Sendung, die ZDF-Sendung Was nun? Da wird nämlich dann nach der Wahl der neue CDU-Chef auf jeden Fall interviewt. Pina, das war jetzt das allererste Mal, dass du jetzt nicht vor der Fernsehkamera beim Filmen, Rosamunde Pilcher oder wie auch immer stehst, sondern hier in einer Fernsehsendung bist. Hat das Frühstück Spaß gemacht? Ja, sehr. Ja? Sehr aufregend, aber auch sehr schön. Alles ganz entspannt, nicht nur auf der Bühne, sondern hier die volle Kanne Premiere. Ja, ja, es hat wunderbar Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu frühstücken. Isst die Träubchen noch auf, was Gesundes. Und wie gesagt, Montag begrüßt dann Florian Weiß hier. Da drücken wir die Daumen. Mir hat es riesig Spaß gemacht, die ganze Woche mit Ihnen zu frühstücken. Haben Sie ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Kommen Sie gut in den Tag.